So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zu Need for Speed. Ich habe jetzt mittlerweile ein bisschen weiter gespielt. Ihr seht, im Hintergrund hatte ich eben gerade einen schönen Nissan Skyline GTR R34 V-Spec. Den habe ich so hochgezüchtet, wie es geht. Ich bin mittlerweile Level, lass mich raten, 28? Ich habe keine Ahnung gerade. Also auf jeden Fall bin ich schon mal relativ hoch, muss man sagen. Weil das ist wirklich schön krass, Alter, wie weit ich gespielt habe. Ich habe nämlich nach der letzten Folge habe ich noch ungefähr, schätzungsweise 2 Stunden, 3 Stunden ungefähr so lange dran gesessen und habe mir dann erstmal schön den Nissan Skyline geholt, weil das einer meiner Lieblingsautos allgemein ist. Denn der hat eine brachial krasse Optik. Und da habe ich jetzt so ein schönes White Body Kit angebaut, so, also. Ist kein Rocket Bunny, ist kein Liberty Walk, ist aber einfach an sich ein richtiges Breitbaukit. Achso, das war Sicht wechseln. So, war nein, gucken, naja. Das sieht einfach so verdammt krass aus, ne? Hui! Ich muss mich erstmal wieder mit der Steuerung klar finden, denn es ist so. Das ist schon länger wieder her, seit ich mich das gespielt habe. Und wir ballern heute mal ein bisschen lang. Nitro habe ich mit E genau. Oh Gott! Das war eine Ecke. Das war eine Ecke, Mann. Schnee hier lang. Und ja, ich nehme Need for Speed ab und zu auf, gerne, wenn ich Lust drauf habe. Und außerdem brauche ich gerade eine Folge noch für Montag, denn ich bin übers Wochenende bis Montag weg. Und daher brauche ich eine Folge. Und Need for Speed eignet sich dazu. Ist wieder ein bisschen Abwechslung drin in meinem ganzen Channel. Und von daher soll ja auch nicht nur GTA kommen. Das ist ja auch auf Dauer irgendwann langweilig. Von daher. Oh, diese Sounds, ne? Warte mal, das Rennen könnten wir sofort machen. Fisch aus dem Wasser, Mittel. Direkt umdrehen, Bild runter, perfekt. Fisch aus dem Wasser, fahre das Rundkursrennen mit Robin. Ey, denkst du, ich bin komplett doof oder wieso? Meine Fresse. Da fährt Fisch. Hallo Fisch. Bist du ein richtiger Fisch, Alter? Ah, ja. Oh Gott, Alter, erstmal wieder richtig driften lernen. Das ist aber Gott sei Dank ein Rundkurs. Wo nicht viel, wo ich nicht nach Prozent oder nach Driften gehen muss, also von daher. Aua, genau die Ecke erwischt. Nitro! Das füllt sich ja nach der Zeit wieder auf, von daher passt es ja. Man kann hier nämlich. Das ist das Geile an Need for Speed, da gibt es zwei verschiedene Nitros. Eine, die baust du per Punkte auf, wie die ich oben kriege. Das heißt, hohe Geschwindigkeiten, Driften und sowas alles. Und das andere ist einfach nur Zeit. Dann musst du kurz abwarten. Und ich finde einfach, weil ich nicht so gut driften kann oder so, finde ich einfach, dass die Zeit wirklich perfekt angebracht ist. So. Das ist schön. Sowas gibt man. Ich habe gerade da woanders drauf geachtet. Da unten auf dem Tacho und auf die Nitro-Anzeige. Rumdriften! Ey, diese Sounds vom Auto, ne? Mega geil. Kann sein, dass es vielleicht ein bisschen zu laut ist, muss ich gleich mal schauen. Denn es kommt mir gerade nämlich bei OBS ein bisschen laut vor. Rum. Und die erste Runde ist vorbei. Und wenn es ein bisschen laut ist, man hört meine Stimme trotzdem raus, dann habt ihr wenigstens schöne Klänge hier vom Nissan Skyline. Warum nicht? Ist so ein schöner Sound. Alter, 270, Mann. Wie schnell der auf Tempo kommt. Rum hier. Oh Gott. Junge. Ja, ich hab das überlebt, Alter. Ja. Rumdriften. Ich habe nämlich mittlerweile das Handling so eingestellt, dass ich nicht mehr mit Leertaste bremsen muss. Driften muss. Und das macht sich gut. Soll nicht zu sehr driften, aber es soll schon mal im Drift kommen. Und es kommt. Der Wagen kommt im Drift, sofern man ihn
dazu ein bisschen treibt. LOL, fährt da vorne ein. Warum nicht denn ein oder ist das ein anderer? Ich hab keine Ahnung. Ben wird der ja gleich abbiegen. Okay, ich glaube, das ist ein anderer, weil der so langsam fährt. Ja, 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 ja. Zieh weg, Mann. Okay. Perfekt, Mann. Ich drifte das wie so ein kleiner Gott, ey. Alter. Ich hab's drauf, Mann. Yo. Und dann immer so. Ding, 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 ding. Das hört sich so mega geil an. Oh, ich liebe diesen Sound, Mann, von GTR. Von Nissan GTR. 7000. Nice. Müsst ihr euch mal vorstellen. 7 Rennen von diesen Rennen. Und ich hab wirklich den Nissan Skyline schon. So, Level 28, wusste ich. Natürlich war das easy. War da klar, Mann. Aber hinten, falls ihr euch fragt, habe ich ein Rocket Bunny Logo raufgeballert. Also, einfach so, weil es geil aussieht. Gönnt euch. Und guckt mal. An der Seite ist der Auspuff. Ey, so geil. Ey. Wo fahren wir denn jetzt hin? Warte mal, wo waren denn die Karte da? Wir fahren jetzt eine Polizeijagd. Wollen wir da? Ja, habe ich Lust drauf. Habe ich mega Lust drauf. Machen wir noch schnell. Jo. Ah, das umnieten hier. Nitro. Und schon ist man auf 270 und fährt voll gegen die Kante. Ja, ich wollte hier eigentlich rein. Aber ist okay, hat fast geklappt. Ach ja, falls ihr euch fragt, die Musik ist an sich Gamer geschützt. Da könnte mir die Gamer einen Strike reindrücken. Sofern ich nicht 30 Sekunden laber. Also wenn ich in 30 Sekunden einmal laber oder so, dann fängt das wieder das Ganze von vorne an und dann spielt er die Musik an sich bloß ab. Und der Motorsound ist an sich schon recht laut. Also da dürfte mir Gamer allgemein nichts haben. Und mir kribbelt die Nase. Jetzt fahr! Jetzt 25.000 Punkte, driften. Kriege ich hin. Aua. Nein! Nein! Kann ich das neu starten? Warte mal, kann ich das neu starten? Event neu starten, da geht's. Lol, nice! Und wieder was Neues rausgefunden, Alter. Profi! Denn die Kurve haben wir komplett verkackt und die Kurve ist wahrscheinlich entscheidend, denn... Achso, oh, ups. Denn die Kurve ist wahrscheinlich entscheidend, weil die so gut zu driften ist, da kannst du so viele Punkte rausholen. Und... Ich will einen Kumpel schlagen, Force Gamer, und zwar 25.300 müssen wir schlagen. Versuchen wir. Kann aber nichts versprechen. Nice. Ja. Nein. 6.000. 1,6 Kilometer haben wir noch. Nein. Ja. Nitro und... Oh Gott, das war ein kleines Standbild. Wieso? Ja, perfekt. Ja, läuft. 1 Kilometer haben wir noch. Aha. Mann, ey. Zieh, Skyline. Och, nicht Polizei auch noch. Ach ja, stimmt, da war ja eine Polizeimission. Ja, läuft. Nice. Wir haben die 26.000, wir haben ihn. Nice, nochmal 3.500 drauf, warum nicht? Zielpunkt bei 29.000 plus 2.000, weil wir Force Gamer geschlagen haben. Recommendation übertroffen. Kampfmaschine, dagegen ist Godzilla ein Gartenzwerg. Ja, danke. Oh nein, es sollte nicht wie Hitler klingen.
falls jemand jetzt das gedacht hat. Hab ich gerade selber gemerkt, dass es so leicht geklungen hat danach, aber... Sollte nicht so klingen. Ach nee, jetzt müssen wir vor der Polizei fliehen. Machen wir schnell noch. Kriegen wir easy hin. Ei. Ja, läuft. Speed! Wir heizen jetzt über der Autobahn rüber, ey. Dann müssten wir die Polizei loswerden. Läuft, läuft. Läuft. Abkühlung, perfekt. Ich will mal gucken, wie schnell wir schaffen. Höchsttempo. Okay, da war eben die Welt. Die Welt hat eben nicht geladen. Aha, nein! Das war ein Fehler. Wir versuchen jetzt noch einmal Highspeed, also Topspeed hinzubekommen und dann. Ich will in die Richtung, danke. So. Denn so kann ich Speed aufbauen. Ja. Nee. Driften mit 240, warum nicht? So, gleich gebe ich Nitro. Und zwar jetzt. Obwohl, da kommt eine Kurve. Aua. Nitro. Sind wir schon mal bei 260? Und hier kommt wieder eine Kurve. Ja, nee, ist klar, ey. Mann, ey. Da reichen mir heute kein Topspeed mehr. Mann. Ja. Hier unten ist ein Donut drehen, müsste ich da. Ach du Scheiße, ich fahr weiter. Oh nein, ich wollte nicht Origin öffnen. Nein, ich wollte auch nicht das machen. So. Da kommt eine schöne Gerade. Da fahren wir dann direkt mal lang. Wir müssten jetzt, glaube ich, da lang. Richtig? Wenn es nach links geht, sind wir richtig. Scheint so. Jo. Scheint so, ob wir richtig sind. Oder? Nee, war schon richtig so. Perfekt. Und hier, ab geht's, Mann. Ab geht die Post über die Riesenbrücke hier, die Epilepsie verursachen kann. So, jetzt der Topspeed. Schnell. Schaffen wir. 330 sind drin, Mann. Easy. Nice. Die Welt liegt hinterher, deswegen laggt das ein bisschen. Okay, 332 mehr schafft der Kollege gerade auch nicht. Ist ja lahm, Alter. Da ist aber der Begrenzer, so wie es aussieht. 333, ja, aber da ist der Begrenzer, weil... Guck mal, wie schnell der hochgeht bis zu 332 und dann wieder versagt. Okay, gut, dann was ist eigentlich mit dieser Folge? Ich hoffe, euch hat die trotzdem gefallen, obwohl die jetzt nicht allzu krass war, aber ihr habt ja was Schönes zu gucken hier gehabt. Oh Gott, war das knapp. Denn der sieht schon ein bisschen pornös aus, obwohl der ein bisschen zerbeult ist. Der sieht schon ziemlich geil aus. Gehen wir nochmal kurz zur Garage, gucken uns den da nochmal an. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schaut auf jeden Fall zu meinem Kanal, da gibt es viel GTA. Die letzten Tage kamen richtig geile Folgen. Und gönnt euch einfach diesen Ausblick. Gönnt euch einfach. Gucken wir einfach mal kurz an. Und diese Farbe, Alter. Wie geil die das dargestellt haben mit der Reflexion und so. Mega krass, Alter. Respekt an die Entwickler, ey. Aber nur gut, ich würde sagen, das war's dann mit der Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.